Wenn der Engel, Yawmul Qiyamah, und die meisten Gelehrten sagen, das ist Israfil, obwohl es aus dem Koran und der Sunna keine authentische Überlieferung gibt über seinen Namen, aber sie sagen, das ist Israfil, wenn er in das Horn bläst. Wie ist das, was ist mit den Leuten, die schon im Grab liegen? Die betrifft das ja nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ. Und wenn dann ins Horn geblasen wird, werden alle, die im Himmel sind und auf der Erde sind, werden, Sa'iqa heißt, kann tot heißen, sterben, kann aber auch heißen ohnmächtig. Das heißt, sie werden zusammensacken. Außer wen Allah subhanahu wa ta'ala will. Und darüber gibt es viele Aussagen der Gelehrten, wen Allah azza wa jalla will. Auf jeden Fall, das betrifft die Leute ja gar nicht, die sind schon in ihren Gräbern. Aber es gibt ja noch ein zweites Mal in das Horn blasen, dann kommen aber alle heraus. Mafum? Alle kommen heraus aus den Gräbern. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutadiban.